Assalamu alaikum, Shalom, hallo und herzlich willkommen zu den ersten anti-imperialistischen Nachrichten. Und das sind die Themen unseres Wochenjournals vom 15. April. Tunesien. Übergriffe der Polizei auf Demonstranten. Bahrain. Die Jugend Bahrains kämpft gegen den König. Syrien. UN beschließt Entsendung von Beobachtern. Libyen. Grüner Widerstand befreit Gefangene. Deutschland. Salafisten verteilen Korane. Palästina. Internationale Aktivisten reisen massenweise nach Tel Aviv. Nordkorea. Satellitenstart gescheitert. Zuerst nach Palästina. Nachdem es bereits letztes Jahr eine Aktion gab, bei der sich Aktivisten, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, nach Palästina reisten und dort gemeinsam demonstrierten, wurde ein erneuter Aktionstag für den 15. April festgelegt. Wie auch bei der letzten Aktion versendete Israel an verschiedene Staaten schwarze Listen mit Personen, die nicht in Flugzeuge gelassen werden sollten. Viele dieser Personen mit Einreiseverbot demonstrierten in Flughäfen Europas gegen selbiges. Aber selbst die Aktivisten, die in Israel landeten, wurden oftmals wieder nach Hause geschickt. Ein Beispiel: von 35 Franzosen, die auf dem Ben-Gurion-Flughafen landeten, akzeptierten 6 wieder nach Hause zu fliegen, während 27 immer noch von den dortigen Behörden festgehalten werden. Gerade einmal 2 schafften es weiterzureisen. Außerdem wurden am Flughafen 9 israelische Aktivisten, die die internationalen Gäste begrüßen wollten, festgenommen. Weiterhin wurden Aktivisten dazu gezwungen, Erklärungen zu unterschreiben, in denen sie zusichern, keine pro-palästinensischen Aktivitäten vorzunehmen. In Deutschland verteilten Salafisten und Wahhabiten ihre Koranübersetzungen. In den Medien protzten die in Deutschland relativ kleinen islamischen Sekten damit, über 20 Millionen ihrer Koranübersetzungen verteilen zu wollen. Diese Gruppen, denen in Deutschland wohl nur ein paar hundert Mitglieder angehören, werden aller Wahrscheinlichkeit nach vom Königreich Katar und Saudi-Arabien finanziert. Diese Königreiche vertreten einen Islam, in dem Frauen keine Rechte haben und Menschen gefoltert werden. Katar und Saudi-Arabien unterstützen ebenfalls die Rebellen in Libyen und Syrien und beteiligen sich im großen Ausmaß an einer Neugestaltung des Nahen Ostens und Afrikas nach einem ultrakapitalistischen und ultrareligiösen Modell. Viele Anhänger des Islams warnen insbesondere davor, dass hier eine falsche Übersetzung des Korans verteilt wird, die den radikalen Zwecken dieser Gruppen diene. Der grüne Widerstand in Libyen konnte weitere Erfolge verzeichnen. In Tauna wurde die grüne Fahne über dem Stadtrat, der Universität und anderen freien Teilen der Stadt gehisst. In der Hauptstadt Tripolis wurden mehrere NATO-Söldner lebend gefangen genommen, darunter auch italienische Söldner. Weitere bewaffnete Aktionen und Zusammenstöße wurden aus Shabwa, Benghazi und in der Nähe von Bani Walid gemeldet. Bei einer Aktion des Grüne Falken-Bataillons konnten 32 Gefangene, die sich in den Händen der NTC-Rebellen befanden und gefoltert wurden, befreit werden. 7 Rebellen wurden dabei getötet, während der Rest floh und die Waffen dem Widerstand überlassen wurden. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschloss die Entsendung einer Beobachtermission nach Syrien, um die Waffenruhe zu überwachen. Durch ein Drängen der UN-Staaten wurde eine Waffenruhe zwischen Regierung und Rebellen in dem seit über einem Jahr andauernden Konflikt beschlossen. Selbst Russland und China, die ein Vetorecht hatten, stimmten dieses Mal dem Beschluss zu. Die Rebellen halten sich jedoch nicht an diese Waffenruhe und auch das syrische Volk ist schwer verängstigt, sollte die Armee wirklich komplett abziehen. Bereits letztes Jahr war eine Beobachtermission nach Syrien entsandt worden, die aufdeckte, dass in den Medien Unwahrheiten verbreitet wurden. In Wirklichkeit gab es nur kleinere Gefechte, die von bewaffneten terroristischen Gruppen ausgingen, stellte die Beobachtertruppe fest. Der Bericht wurde jedoch anschließend geheim gehalten, um weiter Propaganda gegen Syrien verbreiten zu können. Inwieweit die erneute Beobachtermission ähnlich ausgehen wird, bleibt abzuwarten. Indes schossen in der Stadt El Azaa heute bewaffnete Männer wild um sich, besetzten eine TV- und Radiostation und belagerten eine Moschee in dem Ort und schossen auf Betende. In Hama ermordeten Terroristen wieder mehrere Sicherheitskräfte, entführten eine Person. Ein Bewaffneter in einer kleinen Anti-Assad-Demonstration erschoss eine Person. Terrorgruppen verübten weiterhin mehrere Sprengstoffanschläge, bei denen es zu Toten und Verletzten kam. Angebliche Angriffe der Armee auf Aleppo am 14. April stellten sich wieder einmal als Propagandaaktionen der Assad-Gegner heraus. Diese zündeten Autoreifen an
und verkauften dies den internationalen Medien als Angriffe der Armee. Währenddessen hackten Pro-Assad-Aktivisten mehrere Webseiten, um auf ihnen Propaganda zu verbreiten. In Bahrain führte die revolutionäre Jugend weitere Aktionen gegen den König des Landes und seinen Repressionsapparat aus. Gruppen von Jugendlichen lieferten sich am 13. April Auseinandersetzungen mit bewaffneten Sicherheitskräften. In einer militanten Aktion blockierten sie eine Straße und bewarfen anrückende Panzerfahrzeuge mit Molotow-Cocktails. Die furchtlosen jugendlichen Revolutionäre kletterten sogar teilweise auf die Wagen. Seit dem 14. Februar 2011 kämpft das Volk gegen den König, der vom Westen gestützt wird. Aufstände wurden sogar mit Hilfe der saudischen Armee niedergeschlagen. Westliche Medien berichten aufgrund ihrer imperialistischen Geldgeber fast gar nicht aus Bahrain. Bei Demonstrationen in Tunesien kam es zu Ausschreitungen seitens der Polizei. Am Montag, den 9., gingen in Tunis mehrere tausend Demonstranten auf die Straße. Zum sogenannten Tag der Märtyrer wollten Gewerkschaften, Kommunistische Partei und andere derer gedenken, die 1938 für eine Verfassung demonstrierten und von französischen Kolonialtruppen erschossen wurden. Die Demonstration auf der Hauptstraße von Tunis, in der sich letztes Jahr Revolutionäre versammelten, wurde jedoch von der Regierung verboten. Die Polizei griff daraufhin die Demonstranten an und versuchte, die Demonstration zu zerschlagen. Es kam zu Straßenkämpfen zwischen Demonstranten und Polizei. An den Ausschreitungen waren auch Milizen in Zivil beteiligt, die die Demonstranten angriffen und scheinbar Anhänger der führenden islamischen Partei Nahda sind. Ahmad Hamami, Führer der Kommunistischen Arbeiterpartei Tunesiens, gehörte selbst zu den Demonstranten und forderte nach den Ereignissen die Regierung dazu auf, eine Untersuchung einzuleiten. Nach der Revolution gegen den pro-westlichen Machthaber Ben Ali im letzten Jahr beklagen sich viele Tunesier über mangelnden politischen Fortschritt und die Unterstützung der Nahda-Partei der Salafisten. Das Königreich Katar hatte der Partei bei den Wahlen große finanzielle Unterstützung gewährt und diese konnte so die größte Partei im neuen tunesischen Parlament werden. Das Volk Nordkoreas startete im Zuge seines Raumfahrtprogramms in der vergangenen Woche eine Trägerrakete für einen Satelliten. Von imperialistischen Staaten wurde dieser Raketenstart immer wieder zu einer kriegerischen Handlung heraufgespielt. Den Vorwürfen zufolge wolle Nordkorea mit dieser Technologie einen Atomsprengkopf entwickeln, der eine Reichweite bis nach Amerika hat. Der Raketenstart scheiterte jedoch. Das nordkoreanische Staatsfernsehen ließ verlauten, dass die Rakete den Orbit nicht erreicht habe. Über die Ursachen schwieg man bisher noch. Es ist jedoch aufgrund der Komplexität der Raketentechnologie nicht zu erwarten, dass man den Grund für den Absturz so schnell herausfindet. Auch das Raumfahrtprogramm der Vereinigten Staaten musste anfangs viele Rückschläge erleben. Die US-Imperialisten benutzten jedoch den fehlgeschlagenen Raketenstart als angebliche Drohung gegen die USA und verhängten weitere fatale Sanktionen gegen Nordkorea. Nordkoreas Wirtschaft leidet seit Jahrzehnten unter Handelsembargos, ähnlich denen gegen Kuba, die einen schnelleren Fortschritt des Landes verhindern. Gleichzeitig gibt es aus Nordkorea auch Schönes zu berichten. Letzte Woche öffnete das Kunstfestival der Freundschaft im Frühling. Dieses jährliche Festival bietet den Nordkoreanern ein vielfältiges Kulturangebot, das zur Unterhaltung des Volkes dient. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns nun und wünschen einen schönen Start in die neue Woche.